Diese Affen sind einfach nicht aufzuhalten. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Nachdem Disney sich 20th Century Fox angeeignet hat, wurde nun bestätigt, dass sich weitere Filme der Planet der Affen-Reihe in der Entwicklung befinden. Das nehmen wir zum Anlass, um einen Blick auf das Franchise im Allgemeinen zu werfen und zu spekulieren, wo die Reise noch hingehen kann. Dabei wird es natürlich zu Spoilern kommen. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Wir veröffentlichen regelmäßig coole Videos, daher vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Planet der Affen-Reihe eine merkwürdige Entwicklung hinter sich hat. Oh shit, there goes the planet. Was als dystopischer Sci-Fi-Klassiker mit Charlton Heston begann, bewegte sich in eine eher lächerliche Richtung mit den etlichen Sequels. Menschliche Mutanten, die eine Bombe anbeteten, und zeitreisende Affen wurden Kanon und Teil der Mythologie. Yo! Es war aber das 2001 Reboot, das in den Augen der Fans und Kritiker als absoluter Tiefpunkt galt. Während die praktischen Effekte, das Kostümdesign und die Größe des Films einfach nur beeindruckend waren, enttäuschte ein lahmes Drehbuch mit einem der seltsamsten Filmenden aller Zeiten. Und genau aus diesem Grund rollten viele Fans die Augen, als bekannt gegeben wurde, dass das Franchise erneut gerebootet werden sollte. Doch 2011 wurden die meisten Skeptiker, und ich war einer von ihnen, schlicht und ergreifend umgehauen von der neuen Richtung, die das Franchise einschlug. Diesmal konzentrierte man sich auf die Anfänge der superintelligenten Affen, baute unfassbare Motion Capture Effekte ein und stellte Charakterentwicklungen statt bizarre Stories in den Vordergrund. Was Rise of the Planet of the Apes so erfolgreich machte, war die Tatsache, dass diesmal die Affen im Vordergrund standen. Im Film ging es um einen kleinen Schimpansen namens Caesar, der unter besonderen Umständen zur Welt kam. Seine Mutter war ein Testsubjekt für ein revolutionäres Medikament, das als Heilmittel für Alzheimer fungieren sollte. Dieser Virus, der auch als ALZ-112 bezeichnet wurde, erhöhte die Intelligenz des Schimpansen drastisch. Und eben jene Intelligenz wurde an den kleinen Caesar vererbt, der unter Menschen aufwuchs, die ihn wie ein Familienmitglied behandelten. Doch nach einem Zwischenfall mit einem wütenden Nachbarn wurde Caesar seiner Ziehfamilie entrissen. You're gonna stay here now. No. Als Zootier wurde er erstmals mit anderen Affen konfrontiert. Unter ihnen der rebellische Schimpanse Rocket, der ehemalige Zirkus-Orang-Utan Maurice und der kräftige Gorilla Buck. Anfangs fiel es Caesar nicht gerade leicht, mit anderen Affen zu interagieren, da er sich eher mit den Menschen als mit seiner eigenen Spezies identifizierte. Doch nachdem er Zeuge der Brutalität wurde, die den Affen tagtäglich entgegengebracht wurde, entschied er sich dazu zu handeln. Er brach aus seinem Gehege aus, brachte die anderen Affen mit dem ALZ-112-Virus in Berührung und führte die Flucht an. Da sein IQ-Level immer weiter anstieg, entwickelte Caesar sogar die Fähigkeit zu sprechen. No! Und zog sich gemeinsam mit den Affen in die Wälder zurück, nachdem sein Freund Buck getötet wurde. Er und sein menschlicher Ersatzvater Will verabschiedeten sich voneinander und Caesar wurde zum Anführer der Affenkolonie. Allerdings war dies erst der Anfang, denn das 2014-Sequel Dawn of the Planet of the Apes verriet dem Zuschauer, dass das Virus, das die Affen intelligent machte, die Hälfte der Menschen ausrottete. Während die Menschen also kurz vor dem Aussterben standen, gedeihten die intelligenten und sprechenden Affen unter Caesar. Letzterer gründete sogar seine ganz eigene Familie, bestehend aus seiner Frau Cornelia, seinem jugendlichen Sohn Blue Eyes und seinem neugeborenen Cornelius. Nachdem eine Gruppe von verzweifelten Menschen Caesar um Hilfe bat, ihnen dabei zu helfen, einen Generator anzuschmeißen, entstand dicke Luft zwischen ihm und seinem Freund Koba. Letzterer war einst das Opfer von verschiedenen Experimenten. Human work! Während Caesar eine Welt schaffen wollte, in der Menschen und Affen koexistieren können, war Koba von Rache getrieben, schoss auf Caesar und führte einen Angriff auf die Menschen an, bei dem er jeden tötete, der sich ihm in den Weg stellte. Selbst Affen, die an Caesars Ideale glaubten. Letztendlich stellte sich Caesar Koba und tötete ihn. Doch Koba hatte bereits den ersten Stein geschmissen, der zu einem Krieg mit den Menschen führen sollte. Dieser wurde im 2017-Sequel War for the Planet of the Apes beleuchtet. Dieser spielte 2 Jahre nach den Ereignissen des letzten Teils und konzentrierte sich auf jenen Konflikt. I
not start this war. Nachdem der rücksichtslose Colonel der Menschen Caesars Frau und Sohn ermordete, machte sich der Affe auf, um sich an dem Mörder zu rächen. Seine drei treuen Freunde Luca, Rocket und Maurice begleiteten ihn auf seiner Mission. Und zusammen stießen die Affen auf ein kleines Mädchen, das nicht in der Lage war zu sprechen. Dieser Zustand wurde durch das Virus hervorgerufen, das sich immer noch weiterentwickelt. Weshalb die Überlebenden der ersten Welle nun fürchten mussten, sich langsam aber sicher in primitive Wesen zu entwickeln. Aus diesem Grund führte der Colonel einen erbitterten Krieg gegen sowohl die Affen als auch die infizierten Menschen. Auf seiner Reise traf Caesar auch noch einen anderen sprechenden Affen namens Bad Ape. Bad Ape. Der einst in einem Zoo lebte und als Einsiedler verweilte, ehe er Caesar traf. Während der Mission wurde Luca getötet, Caesar ließ seine Freunde zurück und wurde letztendlich von den Einheiten des Colonels gefangen genommen und in ein Internierungslager gebracht, in dem sich bereits seine gesamte Community befand. Trotz physischer und mentaler Folter durch den Colonel und Cobas Affen, die sich dem Despoten anschlossen, gelang es Caesar, sich und die anderen Affen zu befreien. Doch wie einst Coba vor ihm, war Caesar von Rache besessen und hatte nur noch eins im Kopf, den Colonel zu töten. Caesar war bereits infiziert. Als Caesar versuchte, vor einem Krieg unter den Menschen zu fliehen, wurde er tödlich verwundet. Doch in seinen letzten Momenten gelang es ihm, seine Freunde inklusive Rocket, Maurice, das kleine Mädchen, das mittlerweile Nova genannt wurde, und seinen Sohn Cornelius in ein neues Zuhause zu führen. Kurz darauf erlag er seiner Wunde und starb. Doch trotz des Todes von Caesar erwähnte Regisseur Matt Reeves bereits, an weiteren Fortsetzungen interessiert zu sein. And now there are pockets of intelligent apes all over the planet, and they didn't have the benefit of Caesar's leadership. Fox selbst hat diese nun bestätigt. Doch worum könnten sich diese Filme drehen? Nun ja, eine Option wäre es, sich auf die Affen zu konzentrieren, die nie von Caesar gehört haben. Immerhin gibt es, wie schon am Beispiel von Bad Ape verdeutlicht, auch andere intelligente Affen, die über den Planeten verstreut rumlaufen. Aber hatten diese Affen ebenfalls einen moralischen Kompass wie Caesar oder haben sie sich eher wie Cobra aufgeführt? Caesar selbst könnte immer noch von Bedeutung sein, da seine Werte in seinen Freunden Rocket und Maurice weiterleben. Die interessanteste Figur könnte allerdings Cornelius sein, der seinen Vater nie richtig kennengelernt hat. In was für einer Welt ist er groß geworden? Haben die Affen ihr neues Zuhause behalten können oder wurde es ihnen wieder genommen? Wir sollten ebenfalls nicht vergessen, dass diese Filme ja Prequels zu dem Charlton Heston Klassiker sind, weshalb in einer Szene des ersten Teils auf das Raumschiff angespielt wird, das eines Tages zurück zur Erde kehren wird, nur um festzustellen, dass der Planet bereits den Affen gehört. Da wir die Entwicklung der originalen Filme kennen, scheint es sehr wahrscheinlich, dass die Affen sich zu kaltblütigen Sklaventreibern entwickeln werden, die die Menschen einkerkern. Your stinking hands off me, you damn dirty human! Doch gerade hier könnten Anhänger von Caesars Ideologie wichtig werden und einen Stellvertreterkrieg für ein Miteinander führen. So würde der Konflikt zwischen Cobra und Caesars Sichtweise selbst Jahre nach dem Tod der beiden fortgesetzt werden. Doch jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von weiteren Fortsetzungen? Seid ihr Fans der Reihe und was wollt ihr sehen? Schreibt es mir in die Kommentare und für weiteren coolen Content schaut euch diese Videos an.